Hi, oh Leute, willkommen zurück zu Kaysim. Ja, ich habe vom letzten Part bis zu diesem Part hin ein bisschen was, gefarmt. Und zwar haben wir eine neue Waffe, wie ihr oben, ja, da sich schön sehen können. Und zwar haben wir jetzt die Dornenpeitsche. Und ich zeige euch auch, welches Monster diese Peitsche getroppt hätte. Oder droppt. Moment, müssen wir in den Garten. Ja. Diese wandelnde Pflanze hätte die Dornpeitsche getroppt. Wenn ihr euch an die Part erinnert, habt ihr mitbekommen, dass ich versucht habe, entweder dieses Vieh abzufarmen oder diese beiden vor allem, weil ich dachte, dass das Ding, die Peitsche, fallen lässt, weil das halt auch eine Dornpflanze ist, gell? Aber ich habe dann festgestellt, okay, die droppt gar nichts. Und dann habe ich mich wegen den beiden nochmal schlau gemacht und habe gesehen, okay, die droppen das definitiv nicht. Und dann habe ich gesehen, die Pflanze macht's aber. Und deswegen habe ich die ein bisschen abgefarmt. Leider haben wir auch nicht mal unser ganzes Gold, was wir von den Gargoyles bekommen haben. Ja. Weil ich nochmal einfach ein bisschen was nachspielen musste. War ein bisschen ungünstig. Aber ich wollte mit euch heute die Arena bestreiten. Und ja. Die Arena sind... Ja, man könnte sagen, solche kleinen Monsterhöhlen, wie man so aus manchen Spielen kennt, so wo man dann reingeht und dann spawnen ganz viele Gegner. Das ist quasi die Arena auch, dass hier ja verschiedene Gegner spawnen, die um einiges mehr Angriffskraft haben, als dies normalerweise der Fall ist. Und ich weiß nicht, ob man die am Stück machen muss. Kann sein, dass man die nicht am Stück machen muss. Deswegen, ich werde diese Heilbecken jetzt noch nicht benutzen, auch wenn ich nicht mit voller HP angekommen bin. Und werde euch einfach mal ein bisschen die Dornpeitsche demonstrieren, weil die echt praktisch ist. Auch wenn sie schwächer ist als unsere jetzigen Waffen. Mit 32 Angriff. Ich glaube, das Ritterschwert hat 39 oder 38. Mit dem Großschwert haben wir ca. 43 mittlerweile oder 46. Aber naja, ich werde schon mal die Dornpeitsche ein bisschen zeigen. Und ja, ein neuer Herausforderer nähert sich. Vielleicht siehst du dich selbst als Vorstoßkrieger an. Es existiert kein besserer Ort als die Arena, um dein Können zu testen. Dich erwarten drei Kämpfe, wo du das Recht verdient hast, dich als Krieger zu bezeichnen. Dann kannst du, wenn du es wagst, den großen Champion für den Titel herausfordern. Die Arena ist tödlich, also geh sicher, dass du bereit bist, bevor du sie betrittst. Und wir werden mit dem ersten Vorkampf beginnen. Ja. Tritt in die Arena, wenn du bereit bist. Gut. Und ja, also hier kommen einige Gegner, die, ja, wie gesagt, auch ein bisschen mehr Schaden machen. Deswegen, da muss man echt ein bisschen aufpassen. Aber die Peitsche hat schon mal den Vorteil, dass wir ein bisschen mehr auf Range gehen können. Trotzdem muss der Typ natürlich wieder mit seinem Sneak-Angriff ankommen. Gut, zwei Gegner besiegt und jetzt kommen die an. Ja, auch relativ machbar. Die machen wahrscheinlich aber auch relativ gut Schaden. Und bei dem muss man wahrscheinlich auch ein bisschen aufpassen. Gut, wer kommt als letztes? Ach, der. Okay. Okay. Hier müssen wir eigentlich nur aufpassen, dass der mit seinem komischen Drehangriff, ja, dass wir da schnell genug ausweichen. So, besiegt. Was ich euch übrigens auch noch zeigen wollte, das ist mir beim gekrümmten Messer aufgefallen. Das ist ja sowieso schon relativ flott, aber man kann auch, wenn man es richtig macht, richtig schön spammen damit. Ja, aber die Tatsache, dass man so nah an Gegner rangehen muss und die Hitbox echt ziemlich, fies von diesem Spiel sein kann, ist es echt nicht die beste Lösung. Okay. Ja. Wir haben jetzt einen neuen Helm bekommen, klar, der Tornhelm, der gibt uns definitiv Boosts in einigen Sachen. Gerade was die Verteidigung angeht, nochmal ein bisschen nach oben. Ich glaube, wir müssen uns von so einem Vogel langsam verabschieden. Der ist übrigens für Level 6 mittlerweile. Tut mir leid, Vogel. Aber wir brauchen frischen Wind. Du hast also die Fähigkeiten eines Kriegers, aber besitzt du auch die Ausdauer, die ein Champion benötigt? Du musst zwei Vorkämpfe bestreiten, bevor du den großen Champion ausfordern kannst. Okay. Dann auf zum nächsten Kampf. Und ich werde mich jetzt auch noch nicht heilen. Ich habe ein paar Heil-Items dabei. Heben wir uns das Backen für den fürs letzte Mal auf. Und ja, wieder so einer von denen. Also gut, die kennen wir noch nicht, die Gegner. Die kamen jetzt auch noch nicht vor im Keeper. Ich denke mal, die werden noch später öfters kommen. Aber der ist ja auch so ein Skelettfutzker, wenn man es so möchte. So, dich kann ich relativ gut so besiegen. So. Und dich kann man super damit treffen, indem die Peitsche einfach deinen Kopf trifft. Genau. Okay. Bei dem lohnt sich ja fast schon eher das hier. Weil es ein bisschen mehr Schaden macht. Und dein Feuerangriff ist relativ ausweichbar. Gut, wer kommt jetzt?
Ach, wieder der. Okay. Da bleiben wir doch einfach wieder beim. Bei der Dornpeitsche. Unserem. Ja, unserer. Belmont-Waffe. Wir sind jetzt ein richtiger Belmont und können laut Dracula-Jagd gehen. Na gut, wir haben zumindest keinen Vampir. Ach, die Hexe. Verdammt. Ja. Okay. Die ist fies. Weil die so ein Kram macht, genau. Aber wir haben sie down. Sehr gut. Was gibt's diesmal? Den Gladiatoren-Rüstung. Sehr schön. Das klingt doch nach was Vernünftigerem. Besser als die alten Rüstungen? Ja, ein bisschen schon. Gut. Also dann können wir uns jetzt einmal frisch machen, immer gleich reingehen. Solche Eleganz, solche Finesse, du bist ein Naturtalent. Nur noch ein Kampf, dann kannst du den großen Champion herausfordern. Ja. Magie ist eigentlich relativ voll, komm, du kannst mal kurz... Ah, nee, ist sogar voll. Ich habe übrigens noch rausgefunden, weil Sion es angemerkt hat, er hat sich gefragt, ob man die Waffen wechseln kann. Zumindest die Nebenwaffen scheinbar, weil ich bin aus Versehen auf die Schultertaste in den Kampf gekommen und dann, ja, konnte ich die tatsächlich wechseln. Die Hauptwaffe geht aber tatsächlich nicht zu wechseln, leider. Gut, ich nehme mal das mit. Man weiß ja nie, die sind ziemlich standhaft, die Gegner. Gut, dann, bereit für den nächsten Vorkampf, ja. So. Das ist gerade echt ein bisschen eklig mit denen. Mit der Peitsche ist immer ein bisschen eleganter. Zumindest ein bisschen. Aber. Holy, geht endlich mal einer down von euch. Dankeschön. Brot und einen Pilz müssen wir noch haben, ja. Du müsstest eigentlich auch langsam mal down gehen. Was ist das da? Ein Kampfgürtel. Ist ja besser als irgendwas, was wir haben. Der haut unseren Angriff ganz schön runter. Unsere HP hoch, theoretisch. Bist du besser als das? Du haut unsere Abwehr ein bisschen runter und unsere Ausdauer noch mehr. Hm. Nee, komm, verzicht mal drauf. Gut, bei dem wissen wir ja, man kann einigermaßen einschätzen, wenn er seine scheiß Aktion macht. Ich will aber nicht wissen, was der an Schaden macht hier in dem Modus. Ein goldener Helm. Besser als unser jetziger. Nope. Und das ist auch eine eklige Kombo. Durch den scheiß Pfeil, Fotzkrieger. Ich nehme mal so einen Hochtrank. Komm, geht down. Gut, einer down. Hexe wieder? Naja, was anderes Neues. Okay. Okay, das zieht ein bisschen nach. Wir könnten aber unser Großschwert benutzen wieder. Dann haben wir ein bisschen besser Range. Was hat das? Du bist ein bisschen wie der dritte Boss aus dem Garten. Komm, down mit dir. Willst du nicht langsam mal down gehen? Ach ja, ich kann ja theoretisch auch so machen jetzt, gell? Ach, verdammt, ebenso mal eleganter reingekommen. Gut, Gespenst ist auch down. Und wir halten einen Kladios. So viel zum Thema, dass unsere Claymore unser Kladios ist, gell? Du bist... genauso stark wie unser Claymore. Aber du bist ein normales Schwert, oder? Ich wollte gerade sagen, das ist ein normales Schwert. Sehr schön. Du hast deinen Wert bewiesen. Wenige sind so weit gekommen. Wenn du bereit bist, kannst du den großen Champion herausfordern. Genau, also ab sofort können wir auch den Champion herausfordern, aber ich würde gerne einmal vorher speichern. Aber cool, wir haben ein stärkeres Schwert. Und Level up.
gut. Also die Arena lohnt sich schon allein deswegen, weil es echt ein paar bessere Drops gibt. Wenn man da schon was in diesem Zeitpunkt reingeht. Ich glaube, wir können halt im Moment auch woanders weiter, nämlich in den Katakomben. Also ich bin mir nicht mehr sicher, ob das Story relevant ist, dass wir das hier machen. Aber so, ich glaube halt fast schon, zumindest, dass man den Champion halt irgendwann besiegt. Aber vor allem halt auch, ja, schon allein die Rüstung, gell, macht so viel aus. So. Wisst ihr, was kommt? Müssen wir uns nicht drüber ärgern mit euch. So, dann gehen wir nämlich auch nochmal gleich ins Dorf und dann werden wir uns einfach gleich wieder bei der Arena, würde ich sagen, treffen. Macht Sinn. Katakomben wollte ich nicht. Dankeschön. Ich wollte nie. Ich mach mal sicherheitshalber. Wollte ich halt sowieso klar logischerweise machen, aber ich habe gerade überlegt, ob ich das auf dem Rückweg nicht einfach mache. Aber machen wir einfach mal sicherheitshalber. Man weiß ja nie. Gut, kommen wir schon zur Magie hier nochmal kurzerhand. Die drei Punkte, die kriege ich eigentlich auch so wieder voll. Auffrischen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der Arena. Okay, ich habe gerade einen Drop bekommen. Eine Streitaxt, eine doppelseitige Axt mit Eisenstange als Griff. Cool. Naja gut, das Ding ist halt mega Alarm, gell? Aber holy, es macht Damage. Interessant. Okay. Naja, wir sind sowieso da, von daher hat es ganz gut gepasst, dass ich jetzt hier reingetreten habe. Und ja, gucken wir mal, ob wir den Champion packen. Zeit ist gekommen. Wenn du willst, kannst du jetzt den großen Champion gegenübertreten. Oder du kannst fliehen, wenn dir dein Leben lieb ist. Sollen wir dir fortfahren? Ja, großartig. Tritt in die Arena, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Und natürlich ist er der große Champion. Bist du überrascht, mich hier zu sehen? Erlaube mir, mich vorzustellen. Ich bin Knanax, der große Champion. Sieh das als eine Lektion an. Der Schein kann trügen. Zu schade, dass es die letzte Lektion sein wird, die du jemals erhalten wirst. Hat ein bisschen was von Avatar und Boom, gell? Definitiv. Wenn Ahn, ja. Das erste Mal. Wow, natürlich wirfst du Bomben. Alles klar. Darf ich mal bitte hier rüber? 28, okay, es geht ja noch. Upp, das macht schon ein bisschen mehr Damage. Deine Bomben kannst du für dich behalten. Der Mundstrahl ist halt eklig. Ja. Da muss ich sliden. Aber er ist sowas von down. Dieses Schwert ist sowas von mies. Besonders wenn man das macht. Aber gut, wir haben die Tauchausrüstung. Erlaubt es dir, unter die Wasseroberfläche zu tauchen. Okay, also den Typen zu besiegen war Pflicht. Naja. Aber gut. Können wir jetzt eigentlich nochmal die Arena betreten? Ich glaube nicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in der Arena. Das war unser letzter Ausflug dorthin. Ich bin ehrlich, ich würde gerne den nächsten Part damit erstmal ein bisschen nutzen nochmal. Ehe wir wieder in den Gärten gehen. Würde ich gerne unsere. Ja, unsere jetzigen Fertigkeiten mal nutzen, nochmal in den Katakomben und den Minen umzugucken. Wobei Minen. Weiß ich nicht, ob es da noch so viel gibt. Ich glaube, da müsste noch eine Lederpeitsche geben. Die ist aber auch nicht mehr so praktisch mittlerweile. Schwächer als die Dornpeitsche. Ich glaube, die hätte man quasi schon nach dem Katakomben holen können. Aber. Oder während der Katakomben. Aber gut, was soll's. Aber wir haben ja noch die schwarze Feder. Und ich bin der Meinung, dass das ein Item ist, was wir da brauchen. Willst du nicht eigentlich mal deine Steinfähigkeit demonstrieren? Die hast du mich noch gar nicht gezeigt. Dankeschön. Der kann nämlich auch das machen, wenn man so untergeht runtergeht. Nur mal um es zu demonstrieren. Gut.
Ich werde jetzt doppelt und dreifach speichern, weil ich bin auch letztes Mal nach dem Part der Meinung gewesen, ich habe das halt nach dem Part nochmal gemacht, dass ich gespeichert habe, aber kann sein, dass ich aus Reflex halt wieder B gedrückt habe statt A. Beziehungsweise X, Entschuldigung, statt A. B wäre ja andere Controller. ja. Ich mach doppelt. Doppelt halt besser. Ich traue dem Spiel irgendwie nicht mehr so ganz, was das angeht. Und wir werden uns dann einfach beim nächsten Mal in den Katakomben wieder treffen. Von daher, Leute, danke fürs Ansehen und liebe Grüße, euer Plutaro. Bis dahin, bye.